Neben Corona ist offenbar noch ein anderes Virus umhergegangen. Die Menschen haben anscheinend an Intelligenz verloren. Das ist ein Elektroschockerstift. Okay, wann genau schockt er mich, wenn ich oben drauf drücke? Ha! Aber ernsthaft, Leute! Die Quarantänemaßnahmen werden gelockert! Haut eure Strümpfe nach oben raus! Ja, teilt mit eurer Gruppe! Porsche Cayman S, Jungs! Endlich kann ich wieder einkaufen gehen! Und es trotzdem nicht machen, weil ich andere Menschen nicht mag! Einfach mega! Und es gibt sogar wieder Klopapierrollen in Berlin, Leute, und nicht nur dieses recycelte Papier. Nein, man wischt sich in der Apokalypse doch nicht mit dem Öko-Kram den Pepey ab! Nein, das ist das Richtige! Das Weiße, Alter! Und dafür ist mein Set immer noch nicht fertig! Wir haben nur ein weißer Raum. Ohne Tür. Aber dafür kann ich richtig laut sein! Das war sehr laut, Alter. Ja, Leute, wir müssen anfangen, wieder ein bisschen Normalität in unser Leben zu bringen und dabei keine menschliche Petrischale zu werden. Das bedeutet, ich kann Philipp ärgern, aber nur mit Mundschutz und Mindestabstand. Und das klingt ja jetzt alles ziemlich logisch. Wir wollen Normalität, aber wir müssen natürlich ein bisschen vorsichtig bleiben. Einkaufen, ja, aber vielleicht nur mit Schutz. Ne, hier so. So nicht. Eigentlich ist es ziemlich simpel und eigentlich auch ziemlich klug, sollte man meinen. Die Wirtschaft läuft und es sterben nicht alle. Es könnte alles so leicht sein, Philipp. Aber jetzt kommt das böse Wort mit aber. Wir reden heute über was Wichtiges. Rübenpreise. Warte, was? Nein, wir reden heute über den Lockerungsluxus. Und sehr dumme Menschen. Und vielleicht ein bisschen über Rübenpreise. Alter, wenn ihr eine gute Preise habt, schreibt es in die Kommentare. Ich komme vorbei. Ich komme euch besuchen. Diese Dinger hier, die sind für den Arsch. Ich sag's mal so, ja, die Stadt Dortmund will verhindern, dass Xavier im September da auftritt. Die Stadt Dortmund wird also die Stadt dort als Maul. Ich bin witzig! Wir tragen Mundschutz, der Kopfschmerzen verursacht. Ah, bitte lass das auch noch ein Witz sein, Alter. Ihr kleinen Schlafschafe, ich bin da was ganz Großem auf der Spur. So langsam fühle ich mich fremd in meinem eigenen Land. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass die Regierung uns alle austauschen will. Die Menschen mit Gehirn sollen mit Menschen ohne Gehirn ausgetauscht werden. Ihr hört es hier zum ersten Mal. Die letzten Wochen des Lockdowns haben das ja wohl mehr als deutlich gezeigt. Ich glaube ja, dass das X in Xavier Naidu für Nano vom Planeten X steht. Nee, das sein erstes Album hieß noch Nicht von dieser Welt. Und ich dachte erst, er meint die Zeitung, Philipp. 2005 haben sich dann die Hinweise weiter verdichtet. Telegram für X kam raus. Und ich meine ja nur, da ist er ja heute hauptsächlich unterwegs. Also nicht mehr auf unserem Planeten, sondern auf Telegram. Vermutlich, weil Instagram ihn nicht mehr wollte. WhatsApp sperrt Xavier Naidu. Er hat zu viele dumme Nachrichten verschickt. 2019 kam dann hin und weg. Das Hirn war da, ist weggegangen. Es passt alles zusammen und so schließt sich der Kreis. Ich weiß nicht mal, ob Viren überhaupt existieren. Das passiert, wenn dann Aluhut dir die Blut-Hirn-Schranke abschnürt. Das ist wie an der Socke ersticken in langsam. Gabi ist tot. Ihr habt noch nie ein Virus gesehen. Dann kriegt Corona, hust zweimal auf ein Plättchen und schaut euch ein Mikroskop. Macht das nicht. Ich habe auch noch nie einen Hermesboten gesehen und Amazon sagt, mein Paket ist in Zustellung. Erklär mal das. Oder das. Na, Jokes on you, Xavier. Die haben sogar getweetet. Quod erat demonstrandum. Es gibt Hermeslieferboten. Irgendwo. Ich verstehe ja, dass man während der Quarantäne abbaut. Hab ich ja auch, ne? Oh, hab ich wirklich, Alter. Das hier war ich zu Beginn der Quarantäne. Ist okay, ne, würde ich... Und das hier war ich am Ende. Ja, das ist disgusting. Die Leute haben sich Z-Promis unter Bäumen angeguckt. Der Tigerkönig beherrschte das Internet. Til Schweiger teilte fragwürdige Sachen auf Instagram. Erst war der irgendwie für einen Lockdown und zum Beispiel Schulschließung und so. Und dann... Zack, Brain aus, Get Lost, Sonic 06, Lieblingsspiel. Das ist eine Pandemie aus dem Labor. What? Wie geht das? Vergessen die Leute noch ein paar Tagen alleine sein, wie man menscht? Ich wäre ein besserer Mensch, wenn ich mehr alleine wäre. Du, ich hab die Barbara 3 Wochen nicht zum Brunchen gesehen, sondern nur abends zum Kegeln. Wann hört dieser Lockdown endlich auf? Wir sind wahnsinnig, Alter. Irgendwann muss doch mal Schluss sein mit so einem Virus. Ich bin ja weder Virologe noch klug. Zieht euch für mehr Hintergrundwissen MyLab, Harald Lesch oder sonst wen rein. Aber ich mach das mal für Dumme. Also, für dich und mich. Vor allem für dich. Weil du sehr dumm bist. Wenn ihr mehr als einen Menschen ansteckt, ist das ziemlich scheiße. Da braucht ihr kein Mathematiker sein, um zu verstehen, dass so eine Vermehrung funktioniert. Ein Menschen anstecken, Reproduktionszahl 1. Wir sollten aber, damit das Ganze sich nicht weiter verbreitet, unter 1 bleiben. Sonst vermehrt es sich. Sonst wird's mehr. Alles irgendwas mal 1 ist mehr als vorher. Verstanden? Das ist nicht schwer. Ich habe aber noch nie eine Reproduktionszahl gesehen. Keine Ahnung. Vielleicht kannst du nicht lesen. Und jetzt, wo es die ersten Lockerungen gab, sind wir in Deutschland wieder über 1. Wir sind doof. Einfach mega. Ja, wir sind halt einfach kollektiv zu dumm dafür. Wenn der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika
Apotheker sagt. Leute, komm, wir hauen uns Desinfektion in die Blutbahn. Dann zähl ich aus dem Leben. Schau dir einfach deine alten Baseballspiele weiter an und lass Profis ihre Arbeit machen, okay? Wieso laufen wir nicht einfach alle sehr gut an? Wir würden nie wieder husten, weil wir so gesund wären. Das ist schon klug, Alter. Das ist richtig dumm. Wahrscheinlich frisst er jeden Morgen Seife statt Butter. Wenn du Mathebuch isst, dann kannst du danach auch nicht besser rechnen. Du musst es schon richtig benutzen. You are fake news. Seit Montag herrscht zum Beispiel eine Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Hab jetzt schon ein paar Berliner gesehen, die sich dachten, oh, eine Maskenpflicht. Das bedeutet ja, ich brauche eine Maske in meiner Tasche dabei. Aber so funktioniert das nicht. Du musst sie schon aufsetzen, Alter. Es reicht ja auch nicht, wenn du beim Überschreiten des Mindestabstands im Bett mit deinem Gegenüber die Latexsocke auf dem Nachttisch hast liegen lassen. Da hat niemand was von. Ihr müsst ihn richtig runterknicken. Das tut vielleicht am Anfang weh. Ich sag euch das so, wie es ist. Außer euer vielleicht daraus entstehendes Kind. War es gerade eine Ansage oder was? In Indien gibt es bereits Eltern, die ihre Kinder Covid oder Corona nennen. Ich weiß nicht, also wenn die Verhütung fehlschlägt, würde ich mein Kind jetzt nicht Durex nennen. Obwohl Drex heißt König, das ist ein coolerer Name als Malte. Oder als Philipp. Bin ich 1,60. Verdammt nochmal. Ich bin noch viel kleiner. Aber da können die Kids froh sein, dass sie nicht Schweinegrippe heißen. Es hätte die schlimmer treffen können. Das wäre nicht so cool. Aber ernsthaft, wenn es keine Pandemie gibt, dann können Leute sich Kondome über den Kopf ziehen. In der Maske, im Bus, da ist aber mal Schluss. Ich habe den kleinsten Penis der Welt. Da liegt irgendwo ein Telefon in der Nähe. Wenn wir das jetzt alle durchziehen, sehen wir die Scheiße früher los. Aber einen Monat zu Hause bleiben, um dann so weiter zu machen wie vorher, das ist verschwendete Zeit. Und Geld. Das ist die schlechteste Lösung von allen. Das ist dümmer als von Anfang an gar nichts machen. Und es sollte eigentlich super einfach sein, im Park nicht 10 Leute anzuhusten. Eigentlich. Die Bundesregierung schreibt so. Danke an alle, die weiterhin Abstand halten. Jetzt zählt das wir. Das ist eigentlich ein netter Post. Der muss ein bisschen Motivation. Und dumme Leute antworten darauf sowas wie: Es reicht mir mit den falschen Maßnahmen der Bundesregierung. Es gab keine erste Welle. Und es wird auch keine zweite geben. Nur in den Medien. Die Pandemie ist vorbei. Das ist bestimmt auch ein Virologe. Ich bin mir ganz sicher, dass der das studiert hat. Einfach nur dumm, die Regierung verheimlicht und so viele Sachen einfach nur beschämend dachte, wir wären eine Nation. Aber sowas gibt's ja auch nicht mehr. 10 von 10, super klug. Ihr seid so lächerlich. Man wird gezwungen mitzumachen, ansonsten droht Bußgeld. I don't know, ich glaube, das ist mit Gesetzen immer so. Ich werde gezwungen mitzumachen. Grundsätzlich wirst du nicht gezwungen, hier zu leben. Du kannst ja auch auswandern. Auf den Mars. Würde uns vielleicht allen gut tun. Ein Vier gibt es schon lange nicht mehr. Ja, es gibt die Leute, die eine Maske tragen und sich nicht abfacken. Und dann gibt's dich. Ich bin froh, wenn wir nicht ein Vier sein müssen. Sagen wir es so. Und der gute Rezo hat ja mal wieder ein Video gemacht. Der hat wieder zerstört, die CDU hat gezittert, aber dieses Mal mussten alle Parteien dran glauben. Ne? Hier? Ich suche über Tinder jemanden zum Minecraft spielen. Warte mal, was? Nein, das meine ich nicht. Nach hat er ein E-Date mit Frau Merkel. Wie läuft das dann? Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohlekraft! Ah, da war doch wieder ein Witz über die CDU. Ja! Aber ich meine natürlich dieses Video. Wie Politiker momentan auf Schüler scheißen. Ne, schaut euch das mal an. Das ist cool. Schüler sollen jetzt ihren Abitur normal machen, obwohl jetzt einfach über einen Monat nicht normal Schule war? Was? Mal abgesehen davon, dass ja auch bei Schülern oder gerade bei Kindern und Jugendlichen emotionaler Stress herrscht, weil draußen die Welt untergeht. Und das ist ein Überfall! Das ist ein Überfall! Und man kaum erwarten kann, dass die jetzt einfach von heute auf morgen Top-Leistung abrufen können. Es ist doch weird, dass Schulen wieder öffnen sollen, aber Geschäfte mit unter 800 Quadratmeter zubleiben müssen. Hä? Liebe Abiturienten, liebe Schüler, tut mir leid, dass ihr in der Situation seid. Ich wünschte, ich könnte es ändern. Grundschüler sind wieder in Unterricht. Mit entsprechenden Maßnahmen. Klar, 1,5 Meter Mindestabstand bei 35 Schülern pro Klasse. Sollen die jetzt in einem Flugzeughangar unterrichten oder was? Und dann gibt es noch von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Lösungen, um es noch komplizierter zu machen. Löscht euch. Das Einzige, was zwischen allen Bundesländern gleich ist, ist die Ausstattung der Schulen. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie viele funktionierende Wasserhähne habt ihr? Wie viele Seifenspender gibt es bei euch in der Schule, wo auch Seife drin ist? Bei mir hat mal jemand in Pissoir geschissen. Das war 2 Tage da drin. Ich weiß nicht. Philipp, ich weiß wirklich nicht. Und es ist auch wirklich bezeichnend, dass eine Schule in Dormagen nach der Eröffnung direkt wieder geschlossen hat. Hat gut geklappt. Und dieser Tweet fasst das Ganze eigentlich ganz gut zusammen. Es geht um die Frage, sind Stoffmasken sinnvoll? Stellen wir uns mal ganz dumm. Das ist jetzt schwierig. Wenn wir alle nackt rumlaufen und dich jemand anpinkelt, bist du sofort nass. Trägst du eine Hose, kommt das Pipi zu dir durch, aber nicht ganz so viel. Du bist also besser geschützt. Trägt der Pinkler aber auch eine Hose, bleibt das Pipi nur bei ihm und du wirst nicht nass. Und wenn wir das jetzt alle so machen? Also nicht mit der Hose. Es wäre gut, wenn wir die immer tragen, zumindest draußen. Sondern das mit der Maske. Und wenn man einfach nicht zur Familie fährt, wenn es nicht unbedingt sein muss. Ich wünsche mir auch Normalität. Und gerade ist Maske tragen normal. Wenn ihr euch, wie jeder andere Mensch unter der Sonne, wünscht, dass das Ganze so schnell
schnell wie möglich vorbei ist. Dann habt einfach Disziplin, Alter. Hör auf, dumme Kacke im Internet zu schreiben. Jetzt soll's einfach random wieder Gottesdienste geben. Keine Ahnung, mach das über Skype und sammelt für den Klingelbeutel über Tibi-Stream oder so. I don't care. Aber solange die Konzepte so scheiße sind wie bei den Schulen. Premium-Content, Moment. Sollten wir überhaupt nicht über Lockerung nachdenken? Das funktioniert nicht. Zusammenfassung. Wenn ihr die U-Bahn zum internationalen Reptiloiden-Kongress in die Hohlerde nehmt, dann tragt verdammt nochmal eine Maske! Nicht, dass euer Schuppenfreund da eine Erkältung kriegt. Das tut niemandem weh. Wir sind die Sache schneller los, als Xavier Adrenochrom sagen kann. Und denkt immer dran. Nicht mal RTL will was mit dem zu tun haben! Get the fuck out!